Wir befinden uns im ehemaligen KZ Sachsenhausen, eines der ersten KZ in Deutschland, die Adolf Hitler bauen ließ. Die ersten, die in Lagern wie diesem inhaftiert wurden, waren politische Gegner Hitlers oder auch Pastoren, die von ihren Kanzeln gegen das NS-Regime predigten, das in Deutschland gerade an die Macht gekommen war. Während der Nazi-Herrschaft gab es hier im Land unterschiedliche christliche Gruppen. Es gab die Zuschauer, die schweigende Mehrheit. Sie waren es, die gewissermaßen das Handeln Hitlers ermöglichten, denn sie erhoben nie ihre Stimme. Eine andere Gruppe passte sich Hitler an. Sie nannten sich deutsche Christen. Sie unterstützten die NS-Ideologie. Und dann gab es noch die bekennende Kirche. Christen, die mutig Stellung bezogen und für biblische Prinzipien eintraten, inmitten einer Zeit der Finsternis. Einer dieser Christen war Dietrich Bonhoeffer. Er war einer der Gründer der bekennenden Kirche. Es waren Gläubige, die sich zuerst als Christen sahen und erst dann als Deutsche. Sie bestanden darauf, dass unsere Identität in Christus wichtiger sein muss als unsere Volkszugehörigkeit. Und wegen dieser Ansicht wurden viele von ihnen verfolgt und viele wurden in Konzentrationslagern inhaftiert. Eine weitere bekannte Person, die sich gegen das Hitler-Regime stellte, war Pfarrer Martin Niemöller. Martin Niemöllers Geschichte ist sehr einzigartig. Zu Beginn der Nazi-Herrschaft unterstützte er Hitler. Er war der Ansicht, Hitler sei der richtige Mann an der Spitze Deutschlands. Aber er stellte sehr bald fest, dass Hitler Deutschland in den Abgrund führen würde. Daraufhin predigte er von der Kanzel gegen das NS-Regime. Martin Niemöller war sehr bekannt in Deutschland. Im Ersten Weltkrieg hatte er als Kommandeur eines U-Bootes gedient und für viele war er ein Nationalheld. Viele blickten zu ihm auf. Als die Gestapo ihn verhaftete, sorgte Hitler dafür, dass er in Einzelhaft kam. Und das war genau hier in Sachsenhausen. In diesem Block. In diesem Block wurden besondere Gefangene in Einzelhaft festgehalten. Pastor Niemöller galt als persönlicher Gefangener Hitlers. Er befand sich hier in einer Einzelzelle. Und die Tausenden und Abertausenden Häftlinge in den anderen Teilen des Lagers wussten nicht, dass Martin Niemöller hier ebenfalls inhaftiert war. Wir haben heute gesehen, dass es Menschen gab, die sich gegen das NS-Regime stellten. Aber die größte Herausforderung in Deutschland war die schweigende Mehrheit. Martin Niemöller machte nach Kriegsende eine berühmte Aussage. Als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Im Buch der Sprüche, Kapitel 31, Vers 8, fordert uns die Bibel auf, unsere Stimme für diejenigen zu erheben, die keine Stimme haben. Hier in Sachsenhausen möchte ich Sie herausfordern. Seien Sie jemand, auf den Gott sich verlassen kann. Erheben Sie Ihre Stimme, wenn Sie Ungerechtigkeit sehen. Und stellen Sie sich in der heutigen Zeit an die Seite des jüdischen Volkes und Israels.